So Leute, erstmal, ja, guten Tag Leute. Ich bin immer noch hier unterwegs, habe vorhin das erste Video aufgenommen, da habe ich so ein bisschen über den Vorfall bei Seven in the Wild gesprochen und über Rammstein. Einfach, weil das so zwei Sachen waren, die ich halt gerne gucke und höre und die Vorfälle mal so ein bisschen kommentieren wollte. So, fahren wir auch mal links rum? Ja, fahren wir auch mal links rum. Komm, ich mach die Jungs mal ein bisschen verrückt hier. Nimmt der noch auf? Ja, nimmt noch auf. So, Akkus auch noch. Was mit euch, Kinder? Also, Thema heute, was ich eigentlich beim letzten Mal schon angesprochen hatte. Was ist eigentlich das Ding Score-Piloten? Darauf wurde ich jetzt schon öfters angesprochen. Eigentlich wisst ihr das doch, oder? Das Ding ist doch entstanden durch den YouTube-Kanal hier. Und eigentlich ist jeder, der mich supportet, ein Score-Pilot. Du darfst doch zuhören, was ich was sage! Dadurch sind ja die ganzen kleinen Patches entstanden, die schon einige als Brustpatch oder wo auch immer die sich hinterkant von mir aus auf dem Boden. Ist mir auch egal. Ja, die ersten 10 Stück hatte ich ja verschenkt. Jetzt die neuen, die ersten 10 waren auch richtig teuer. Da war 10 Euro das Stück. Habe ich einfach mal gekauft und verteilt. Und waren qualitativ sehr, 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 sehr geil. Aber erstens kann ich das nicht stemmen, die zu verschenken. Und jetzt das Ding Nummer 2 habe ich ein paar mehr bestellt. Günstiger, jetzt kosten sie nur noch 7,49 Euro das Stück. Also wenn von euch einer ein Scorpedius-Patch haben will, diesen kleinen Brustpatch, ich blende mal ein, aber ich glaube, ihr kennt die Dinger. Soll ich den mal hier hinterherfahren? Ja, komm, fahren wir den mal hinterher. dann könnt ihr euch bei mir melden, entweder hier über Instagram oder ich habe ja auch eine E-Mail unten verlinkt. Ah, coole Jungs, ey. Und genau, nochmal zurück zum Thema Score-Piloten. Ich wurde schon öfters gefragt, machst du jetzt deinen eigenen Club oder was ist das oder wie sieht das aus? Ich wurde damals auch schon bei mir, als noch im Club war, beziehungsweise Ende des Clubs, ne, da war ich schon raus. Das war ich noch zu einer Abschiedsparty irgendwann, ich weiß nicht, irgendeine Weihnachtsparty war ich da letztes Jahr. Genau, und da hat mich dann einer drauf angesprochen, was hat jetzt oder machst du da was draus oder wie auch immer. Und ich gesagt, nee, ist ein Community-Ding. Und das soll doch erstmal bleiben, denn Motorradclub gründen hier oder sowas in der Art, hier im Ruhrpott, ich weiß nicht. Also keine Ahnung. Ich habe zwar überall die Kontakte und ich könnte die Klinken putzen, aber ich habe halt gewisse Vorstellungen davon und dafür bräuchte ich auch die richtigen Leute dafür. Das auch, also jeder, der, also bei mir ist das so, das habe ich auch vorhin schon gesagt, jeder kann diesen Brustpatch haben, diesen Score-Pilot und von mir aus kann auch jeder den Schriftzug haben, Score-Pilot, die bestelle ich dann passend. Alles gar kein Problem. Ah, ich habe einen Schweißperl am Auge. Und das ist ein Community-Ding und ist genauso, als würdet ihr jetzt ein T-Shirt kaufen, wo Score-Pilot oder Scorpedius draufsteht. Aber ich bin halt Scorpedius und ihr seid meine Score-Piloten, um das ein bisschen zu trennen. Das Logo bleibt gleich. Nur das, was draufsteht, ist halt unterschiedlich. Und da werde ich demnächst auch, weil ich weiß, es sind schon einige Sachen von mir in den Shop weggegangen. Und ich will das jetzt in Zukunft so ein bisschen trennen. Aber genauso soll das mit den Patches sein. Ob ihr euch jetzt ein T-Shirt holt oder ihr habt auch einfach irgendeine Weste, wo ihr eure Sachen draufklatscht. Und
mich dabei unterstützen wollt. Das ist auch einfach auch ein Freundschafts- und Support-Patch. Und das wahret. Jeder, der mit mir fahren will bei einem Ride-Out oder auch so, ist gern willkommen. Da mache ich keinen, ey, du darfst nicht oder nee, den will ich nicht. So etwas gibt es bei mir nicht. Solange es jetzt keine 50er ist. Aber wer im Straßenverkehr hier auf der Landstraße mitfließen kann, ist bei mir gerne willkommen. Ich schließe da niemanden aus. Und genau das wird es auch sein. Vielleicht, ich will ja nicht sagen, dass das niemals möglich sein würde, aber dafür habe ich einfach ganz andere Vorstellungen, wie sowas ablaufen würde. Und das passt nicht zu den YouTube-Leuten, die mich hier, viele vielleicht ja, aber ich glaube nicht jeder. Und dann soll das lieber so ein Community-Ding bleiben. Und das finde ich auch am besten. Dann signalisiert das die Leute für mich. Ich laber hier so komische Wörter manchmal, aber... Also ich mache nur Scheiße. ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das ist einfach nur, um erkenntlich zu zeigen, genauso wie Kohlmotor so ein Patch hat, fertig, Ende, einfach so ein Support-Patch für seinen YouTuber sozusagen. Ob du jetzt ein T-Shirt holst oder das Ding und du schnellst und nähst dir das. Im idealen Fall bitte, näht euch die Patches auf und klebt die nicht. Aber letztendlich müsst ihr halt selber wissen. Das ist bei mir wieder nur, weil ich zu viel Background habe. Also wie gesagt, das Go-Piloten-Ding wird kein Club, sondern bleibt das Community-Baby hier. Und ich habe mir das Recht rausgenommen, bei mir The First Go-Pilot drauf zu tackern, weil ich bin nun mal der Erste. Die Idee ist entstanden schon damals beim allerersten Ride-Out. Eigentlich, wenn man das mal so sieht, ist der zweite Go-Pilot, also The Second, der gute Christian aus Leipzig. Wenn man das mal genau nimmt, ist er der Zweite. Und ja, mittlerweile fahren, glaube ich, schon 13, ich weiß gar nicht genau, 13, 14 mit meinem Logo durch die Gegend. Also nicht nur hier in meiner Ecke, sondern in Hamburg fährt einer, in Leipzig fährt einer. Im Ruhrpott fahren einige damit rum und Richtung Niederrhein und so. Also das ehrt mich, Leute, das ehrt mich wirklich. Also nicht nur, dass ihr meine Videos guckt und dass ihr auch so zahlreich zu den Ride-Outs kommt, sondern einfach den Scheiß hier mitfühlt und auch Bock habt auf eine schöne Ausfahrt. Ganz gemütlich, ohne Stress und ohne Rennen und ihr wisst, was ich meine. Das ist natürlich ein super, super geiles Gefühl. Das muss ich schon sagen. Und anders kann ich das auch gar nicht beschreiben. Und keine Ahnung, mir bedeutet auch mehr, wenn ihr sowas wie so ein Patch oder so macht und euch drauf näht oder klebt, aber am liebsten natürlich näht, anstatt irgendwelche T-Shirts sonst wie was kauft. Weil ich damit mehr anfangen könnte. Aber wie gesagt, das muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Das ist nur meine persönliche Meinung. Und wie gesagt, wenn ihr da mal Bock hättet, dann könntet ihr euch in meinem Shop, ich habe ja so einen bei, ich weiß schon gar nicht mehr, wie mein Shop heißt, ist unten verlinkt. Da könnt ihr T-Shirts und Pullover und so ein Kram und Mützen kaufen, aber weißt du, ich habe 1400 Abonnenten, ich habe bisher zwei Handvoll davon verkauft und das ist auch vollkommen fein. Ich habe das mal auf Nachfrage von euch da draußen gemacht, beziehungsweise von Twitch hatte ich einige Nachfragen und bei euch hier auf YouTube waren auch schon der ein oder andere, der gefragt hat und genau die haben auch was gekauft und das ist es dann auch gewesen. Ich glaube, da haben wir Biker mehr davon oder ihr Biker, die auch selber fahrt, wenn ihr Bock irgendwas zu haben, dann ordert bei mir ein Patch, schreibt mich an und dann kriegen wir das hin. Der ist auch nur so groß, ungefähr so, ne? Mehr esst das nicht, den könnt ihr euch hintackern, wo ihr wollt. Und das war's dann. Und keine Ahnung, vielleicht kriegen wir da irgendwann mal hin, dass zu einem Ride-Out, sagen wir mal, jeder Zweite mit so einem kleinen Patch von mir rumfährt. Das ist natürlich kein Muss und alles, das ist irgendwie so Wunschdenken, aber ich finde es schon geil, dass überhaupt welche da sind, die so weit sich erkenntlich machen und zu mir kommen. Das ist ja sowieso schon krass, dass Leute einfach zu einem Ride-Out kommen. Übrigens, ich weiß noch nicht, wann der nächste Ride-Out stattfinden kann, denn ja, ich habe halt eine neue Arbeit und ich habe zwar schon den Arbeitsplan, muss aber auch immer so ein bisschen gucken, weil wenn ich mal Wochenende frei habe, dann ist natürlich die Frau dran. Nein, doch. Ne? Und muss ich mal abpassen. Es kann sein, wenn es ganz schlecht läuft, dass es dieses Jahr gar keinen gibt, aber ich werde mich jetzt mal
wenn ich jetzt Urlaub habe, mal an einem Datum setzen. Vielleicht kriege ich das noch irgendwie hin. Wie gesagt, ich sage euch frühzeitig Bescheid. Aber ja, gut. So viel dazu. Viel gelabert für eigentlich nichts. So wie man es von mir gewohnt ist. Ich hoffe, die Kamera macht keine Faxen. Bis jetzt sieht es gut aus. Zweite Videos im Kasten. Vielleicht kriege ich noch ein kurzes drittes hin. Eigentlich wollte ich das Bike noch waschen. Das sieht aus wie Sau. Aber egal, kriegen wir hin. Irgendwann wasche ich das Bike. Leute, in dem Sinne, haut rein. Ich freue mich, dass ihr reinschaut in meine Videos. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und vielleicht auch nochmal dieses Jahr bei einem Ride-Out, wenn es irgendwie stattfinden kann, zeitlich bei mir. Das ist jetzt halt alles ein bisschen anders, muss ich mich dran gewöhnen. Aber Leute, ich freue mich, wenn ihr meine Videos guckt. Schön teilen den ganzen Scheiß-Kanal hier, ihr wisst Bescheid. Ja. Haut rein.